Namaste. Mein Name ist Ramona und ich freue mich, dich heute hier zu sehen. Ich habe einen Yoga-Flow für dich vorbereitet, der dich mit deiner Atmung verbindet, dich deinen Atem ganz intensiv spüren lässt und die Energie in dir weckt. Ich freue mich jetzt gleich, dich auf der Matte zu sehen. Komm in den Fersensitz. Nimm deine Hände in Anjali Mudra vor dein Herz, schließ deine Augen und komm jetzt ganz bewusst an auf deiner Matte, komm an bei dir. Nimm ganz bewusst auch deinen Atem wahr. Spür, wie er natürlich fließt, ohne ihn verändern zu wollen. Nimm wahr, wie er entlang deiner Nasenflügel ein- und ausströmt. Über den Atem komm jetzt immer mehr an in diesem Moment, im Hier und im Jetzt. Öffne langsam deine Augen, lass die Hände sinken, die Arme neben den Körper und beginnen die Schultern zu kreisen, weit nach vorne, nach oben, nach hinten, nach unten. Spür bewusst in diese erste Bewegung in den Schultern, nimm wahr, wie sie sich anfühlt. Lass die Schultern los und mit der nächsten Einatmung heb den rechten Arm, ausatmend beug dich zur Seite. Einatmend komm zurück zur Mitte, nimm direkt den linken Arm mit und ausatmend beug dich nach rechts. Ein zur Mitte und aus nach links. Ein und aus. Fließ mit deinem Atem und lass den Atem die Bewegung führen. Und wenn du das nächste Mal jetzt auf der rechten Seite warst, komm einatmend mit dem linken Arm oben an und ausatmend lass ihn sinken. Mit deiner nächsten Einatmung komm jetzt nach oben auf die Knie, nimm die Arme mit nach oben und ausatmen, setz dich zurück zu den Fersen. Einatmend, komm wieder nach oben auf die Knie, nimm jetzt die Hände zusammen, Ellbogen eng und bring die Hände zwischen die Schulterblätter. Ausatmen, setz dich zurück. Einatmend, komm nach oben auf die Knie und ausatmen, kreisweit nach hinten und gleichzeitig setz dich zurück. Einatmend von vorne die Arme heben und ausatmen sinken lassen. Einatmend die Arme heben, die Hände zwischen die Schulterblätter. Ausatmen los. Einatmend heb die Arme, ausatmen Kreis nach hinten, setz dich zurück. Einatmend die Arme heben und aus. Ein die Hände zusammen. Und aus. Ein. Und kreisen aus. Noch eine Runde ein. Und aus. Ein. Und aus. Ein. Und kreisen. Und dann setz einmal die Hände hinter dir auf. Schieb jetzt die Hände in den Boden, heb den Brustkorb, heb den Blick. Mit der nächsten Einatmung heb auch das Becken, schieb die Oberschenkel nach vorne. Spür jetzt die Öffnung der Körpervorderseite.
Ausatmen, setz dich zurück zu den Fersen und nimm die Hände jetzt vor dir zum Boden, kommen in den Vierfüßlerstand. Mit der nächsten Ausatmung roll dich nach oben auf in den Katzenbuckel und einatmend komm sanft ins Hohlkreuz. Ausatmend Katzenbuckel und einatmend. Einmal komm ausatmend in den Katzenbuckel, bleib für einen Moment, mach den Rücken ganz rund, schieb die Hände kraftvoll in den Boden. Kopf ganz locker lassen, der Nacken ist entspannt. Und einatmen, löse wieder. Streck das rechte Bein nach hinten aus, stell die Fußzehen auf und dann schieb die Ferse nach hinten raus Richtung Boden. Spür die Dehnung in deiner Beinrückseite. Öffne deine Kniekehle hin zur Sonne. Langsam setz das rechte Knie zurück. Wechsel die Seite, linkes Bein nach hinten ausstrecken, die Fußzehen aufstellen, die Ferse Richtung Boden dehnen, die Kniekehle öffnen. Das rechte Bein nach hinten zum linken, komm ins Brett und schieb den Oberkörper nach hinten in deinen ersten herabschauenden Hund. Der Einatmung heb beide Fersen an. Und ausatmend, lass die rechte Ferse sinken, beug das linke Knie. Einatmend, wieder beide Fersen heben, ausatmend, die linke Ferse sinken lassen, rechtes Knie beugen. Wechsel ein, auf die Fußballen kommen, ausatmend, rechts sinken lassen. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Komm nochmal ganz bewusst in deinem herabschauenden Hund an, beug die Knie nochmal ein bisschen mehr, schieb den Oberkörper nach hinten, streck die Sitzbeinhöcker Richtung Decke. Vielleicht die Beine wieder ein bisschen mehr strecken, vielleicht auch noch deine Fersen sinken lassen. Mit der nächsten Einatmung heb das rechte Bein und ausatmen, setz den rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Nimm das linke Knie zum Boden, lass das Becken sinken. Und mit deiner nächsten Einatmung heb die Arme über vorne an. Und ausatmend lass nur die Arme wieder sinken. Einatmend die Arme heben, die Hände zusammen und zwischen deine Schulterblätter. Und ausatmen, lösen. Einatmend die Arme heben, weit nach hinten kreisen. Einatmend. Arm heben, ausatmen, sinken lassen von vorne. Einatmen, die Arme heben, Hände zusammen und zwischen die Schulterblätter mit der Ausatmung sinken lassen. Einatmen, die Arme heben und ausatmen, die Arme weit nach hinten kreisen. Noch eine Runde, ein und aus. Ein, die Hände zusammen. Und aus. Ein und die Arme kreisen und die Hände direkt zurücksetzen zum Boden. Nimm das rechte Bein nach hinten zurück in den herabschauenden Hund. Einatmend, komm mit rundem Rücken nach vorne ins Brett. Ausatmend, bring Knie, Brust, Kinn tief. Erde die Fußrücken. Und mit der Einatmung kreist die Schulter nach vorne, oben, hinten, unten, in die Kobra. Und ausatmend, löst zurück zum Boden. Einatmend, kreist die Schultern in die Kobra. Und ausatmend, lösen. Noch einmal einatmend, die Schultern kreisen. Ausatmend, lösen. Einatmend, schieb dich zurück in den Vierfüßlerstand. Ausatmen, streck dich in den herabschauenden Hund. Mit der nächsten Einatmung heb das linke Bein. Und ausatmen, setz den Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Nimm das rechte Knie zum Boden und lass das Becken nach vorne, nach unten sinken.
Und mit der nächsten Einatmung heb den Oberkörper, heb die Arme an. Und ausatmen, lass nur die Arme sinken. Einatmen, die Arme heben, die Hände zusammen und zwischen deine Schulterblätter. Und ausatmen, lösen. Einatmen, die Arme heben, ausatmen, weit nach hinten kreisen. Und vorne ein. Und aus. Fließ mit deinem Atem ein. Und aus. Ein. Und aus. Noch eine Runde. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Ein und kreisen mit der Ausatmung, setzt die Hände zurück zum Boden, geh einen Schritt zurück, herabschauender Hund. Einatmend, komm mit rundem Rücken nach vorne ins Brett, ausatmen, Chaturanga. Einatmend, Kobra oder heraufschauender Hund. Mit der Ausatmung, komm zurück in den herabschauenden Hund. Bleib hier. Spür bewusst hin zu deinem Atem. Und dann lauf ganz langsam mit deinen Füßen nach vorne zu deinen Händen. Mit deiner nächsten Einatmung streck den Rücken, komm in die halbe Vorbeuge, gerader Rücken. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, gerade Rücken. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Mit der nächsten Einatmung komm mit langem Rücken die Arme über vorne nach oben. Und ausatmen, lass die Arme sinken. Einatmen, heb die Arme, die Hände zusammen und zwischen deine Schulterblätter. Und ausatmen, lösen. Einatmen, die Arme heben, weit nach hinten kreisen und diesmal falte die Hände auf dem Rücken. Einatmen, zieh die Schulterblätter in den Rücken und ausatmen, komm in die Vorbeuge. Lass gern die Knie hier etwas gebeugt, dafür streck die Sitzbeinhöcker nach oben raus, heb die Arme, lass den Kopf ganz locker. Vielleicht dürfen die Arme sogar ein bisschen mit nach vorne wandern. Mit der nächsten Einatmung beugt die Knie etwas mehr, löst die Hände, hebt wieder die Arme über vorne an. Und ausatmen, lasst die Arme sinken. Einatmen, die Arme heben, die Hände zusammen zwischen deine Schulterblätter. Und ausatmen, lösen. Einatmen, die Arme heben. Ausatmen, kreisweit nach hinten. Und noch einmal, falte die Hände. Nur jetzt in den anderen kleinen Finger nach unten, sodass es sich ungewohnt anfühlt. Einatmen, schreck die Schulter, zieh die Schulterblätter im Rücken zusammen. Beug die Knie und mit der Ausatmung komm in die Vorbeuge. Streck die Sitzbeinhöcker weiter nach hinten, nach oben raus. Lass den Kopf ganz locker, die Arme gestreckt, nach oben, vielleicht sogar ein bisschen mit nach vorne. Mit der nächsten Einatmung bring die Hände zurück auf den Rücken, löst die Hände und komm direkt in die halbe Vorbeuge, gerade Rücken, ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, nimm dein rechtes Bein nach hinten. Ausatmend, herabschauender Hund. Einatmend, komm mit rundem Rücken ins Brett. Ausatmend, Chaturanga. Einatmend, heraufschauender Hund oder Kobra. Ausatmend, herabschauender Hund. Einatmend, heb das rechte Bein an. Ausatmend, öffne die Hüfte, das Knie weit nach oben. Nochmal tief ein und ausatmen, setz den rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände.
Schau, dass die Füße ungefähr hüftbreit sind. Und mit der nächsten Einatmung komm nach oben. Krieger 1. Ausatmend, lass wieder nur die Arme sinken. Einatmend, heb die Hände zusammen zwischen die Schulterblätter. Und ausatmend, lösen. Fließ mit deinem Atem. Einatmend, die Arme heben. Ausatmend, weit nach hinten kreisen. Von vorne ein und aus. Ein, die Hände zusammen und aus. Ein, Arme weit nach hinten kreisen mit der Ausatmung. Noch eine Runde, ein und aus. Ein und aus. Ein und weit nach hinten kreisen und wieder setz die Hände direkt zum Boden und das rechte Bein nach hinten herabschauender Hund. Einatmend, komm mit rundem Rücken ins Brett. Ausatmend, Chaturanga. Einatmend, Cobra oder herabschauender Hund. Ausatmend, herabschauender Hund. Bleib hier, spür bewusst deinen Atem. Dein Gesicht, lass die Gesichtsmuskeln ganz locker. Mit deiner nächsten Einatmung setz den rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Ausatmend, komm in die Vorbeuge. Einatmend, halbe Vorbeuge. Ausatmend, tief. Und diesmal beug die Knie und einatmend, komm in Utkatasana. Die Stuhlstellung. Ausatmen, lass die Arme sinken. Nur einmal einatmen, die Arme heben. Die Hände zwischen die Schulterblätter und ausatmen, lösen. Einatmen, die Arme heben. Ausatmen, weit nach hinten kreisen, in die Vorbeuge. Einatmen, komm in die halbe Vorbeuge, gerade Rücken. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, nimm das linke Bein nach hinten. Ausatmend, herabschauender Hund. Einatmend, komm mit rundem Rücken ins Brett. Ausatmend, Chaturanga. Einatmend, Cobra oder heraufschauender Hund. Ausatmend, herabschauender Hund. Einatmend, heb das linke Bein. Ausatmend, setz den Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Wieder schau, dass die Füße ungefähr hüftbreit sind. Und mit der Einatmung hebt die Arme, den Oberkörper über vorne an und ausatmend lässt nur die Arme sinken. Dies mit dem Atem. Einatmend, die Hände zusammen zwischen die Schulterblätter. Ausatmend, lösen. Einatmend, die Arme heben. Ausatmend, weit nach hinten kreisen. Von vorne ein und aus. Ein und aus. Ein und kreisen mit der Ausatmung. Noch eine Runde. Ein und aus. Ein und aus. Ein und ausatmend kreisen. Die Hände zurücksetzen zum Boden. Linkes Bein nach hinten herabschauen. Einatmend ins Brett, ausatmend Chaturanga, einatmend Cobra oder heraufschauender Hund und ausatmend herabschauender Hund. Bleib hier und lass wieder den Atem tief fließen. Setz langsam die Knie am Boden ab. Lass das Gesäß nach hinten sinken zu den Fersen.
Mit der Einatmung roll dich langsam wieder nach oben auf in den Fersensitz. Einatmend, heb beide Arme, diesmal über die Seiten an. Und ausatmend, dreh dich jetzt zu deiner rechten Seite. Linke Hand aufs rechte Knie, die rechte Hand so ein bisschen hinter dir aufsetzen. Oder vielleicht kann sogar der rechte Handrücken an deinem Rücken entlang Richtung linken Oberschenkel wandern. Einatmend, streck den Rücken. Ausatmend, dreh vielleicht noch etwas mehr. Einatmen, löse langsam wieder in die Arme mit nach oben und ausatmen, dreh nach links. Linke Handrücken wandert an deinem Rücken entlang Richtung rechtem Oberschenkel. Die linke Hand kommt ans Bein. Einatmen, streck die Wirbelsäule, ausatmen, dreh etwas mehr. Einatmung, komm zurück zur Mitte, ausatmen, lass wieder die Arme über vorne sinken, einatmend, komm nach oben auf die Knie, ausatmen, setz dich zurück zu den Fersen, einatmend, komm nach oben, nimm die Hände zusammen, jetzt ganz langsam und ausatmen, löse, einatmend, komm nach oben, ausatmend, kreis weit nach hinten, setz dich wieder ab und dann nimm nochmal die Hände hinter dir zum Boden, schieb die Hände kraftvoll in den Boden, heb den Brustkorb an, komm ganz aus den Schultern raus, heb das Becken an, schieb das Becken nach vorne, dein Blick geht nach oben Richtung Decke. Ausatmen, setz dich zurück zu den Fersen. Nimm einmal die Beine über die Seite nach vorne. Stell jetzt die Füße vor dir auf. Erstmal die Hände hinter dir, die Füße in der Mitte zusammennehmen, die Knie berühren sich. Und mit der Ausatmung lass beide Beine nach rechts sinken. Einatmen, zurück zur Mitte und aus nach links. Ein, zurück zur Mitte, aus, nach rechts. Ein, zurück zur Mitte, aus, nach links. Ein, wieder zurück zur Mitte und jetzt stell die Füße vor dir auf. Setz die Hände hinter dir auf, Füße jetzt wieder hüftbreit. Und auch hier, schieb die Hände in den Boden, heb dich aus deinen Schultern raus. Und mit der nächsten Einatmung heb das Becken an, komm in den Tisch. Und ausatmen, lässt das Gesäß sinken, aber setz dich nicht ab, sondern streck einmal die Arme und zieh dich nach hinten durch deine Arme durch. Und einatmend, komm wieder zurück nach oben in den Tisch. Ausatmen, das Gesäß sinken lassen, Beine strecken, zieh dich durch die Arme durch. Einatmend, komm zurück in den Tisch. Noch einmal ausatmend, Beine strecken. Einatmen, zurück in den Tisch. Tief atmen hier. Mit der Ausatmung lass wieder das Gesäß sinken. Streck die Beine, zieh dich nochmal weit nach hinten und diesmal setz dich ab am Boden. Vielleicht ziehst du nochmal das Sitzfleisch so ein bisschen nach hinten und zur Seite raus. Die Füße flexen. Einatmend, heb die Arme und ausatmend, zieh dich jetzt ganz lang nach vorne, sodass die Bewegung wirklich hier aus dem Becken kommt und vielleicht kommen die Hände zu den Füßen, vielleicht sind sie auch einfach neben dir auf dem Boden. Einatmend, streck nochmal den Rücken und ausatmen, lass dich jetzt sinken, lass den Kopf los, genieß es, im Moment hier zu sein. Versuch die Spannung aus den Beinrückseiten zu nehmen.
merkst, dass die Muskeln ein bisschen nachgeben, dann noch einmal einatmen, zieh dich in die Länge mit der Wirbelsäule, ausatmen und komm vielleicht ein kleines bisschen tiefer. Der nächsten Einatmung richte dich langsam wieder auf und nimm noch einmal die Arme mit nach oben. Zieh dich ganz lang, komm für einen Moment in Dandasana, die Stockstellung. Gib das Becken wieder so ein kleines bisschen nach vorne und jetzt lass richtig die Muskeln arbeiten, dich aufrichten, Bauchmuskeln, Rückenmuskeln. Dabei versuch die Schultern entspannt zu halten. Der Ausatmung, lass die Arme sinken. Dann komm ein bisschen weiter nach vorne auf deiner Matte. Nimm jetzt die Arme neben die Beine und mit der Ausatmung beginn dich ganz, ganz langsam und Wirbel für Wirbel abzulegen. Spür durch jeden einzelnen Wirbel zum Boden bringst. Wenn du hier angekommen bist, stell die Füße etwas auseinander, lass die Knie in der Mitte zusammensinken. Und dann gib deinem ganzen Körper Zeit, am Boden anzukommen. Zieh beide Knie zu dir ran, breite die Arme zu den Seiten aus, auf Schulterhöhe. Und mit deiner nächsten Ausatmung lass die Beine nach rechts sinken, den Kopf nach links. Vielleicht legst du deine rechte Hand auf dein linkes Bein. Atmest ganz bewusst jetzt in deine linke Seite, versuch die linke Seite lang zu atmen. Der nächsten Einatmung, komm langsam wieder zurück zur Mitte. Mit der nächsten Ausatmung, lass die Beine nach links sinken, den Kopf nach rechts. Hier möchte vielleicht die linke Hand auf dem rechten Bein zur Ruhe kommen. Spür beide Schulterblätter am Boden. Atme die rechte Seite. Einatmen kommen. Den Beinen wieder zurück zur Mitte. Gib die Hände immer auf die Knie und kreis über deinen unteren Rücken. Wechsel die Richtung. Streck die Beine am Boden aus und zieh dich nochmal ganz in die Länge, die Seiten lang. Vielleicht greifst du auch nochmal ein Handgelenk, ziehst richtig den Arm nach oben raus und dann nimm die Arme nach unten neben den Körper, öffne die Beine ein bisschen weiter,
die Hüfte breit. Dreh den Kopf nochmal zur einen Seite, zur anderen Seite. Schau, wo der Kopf dann in der Mitte zur Ruhe kommen möchte. Zieh das Kinn leicht zum Brustbein. Schließ deine Augen. Jetzt Zeit für deine Schlussentspannung, für dein Shavasana. Genieß die nächsten 5 bis 10 Minuten ganz für dich. Ich verabschiede mich heute von dir und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, hier auf YouTube, auf meinem Channel Samana Yoga. Namaste.